Nummer habe ich mir selber ausgesucht. Ich wollte gerne die 27 vorher haben, weil ich die Nummern in meinen bisherigen Vereinen immer hatte. Die war leider schon vergeben zu dem Zeitpunkt und ja, dadurch habe ich mir dann die 7 ausgesucht. Puh, gar nicht so viel. Es war, glaube ich, einfach pure Emotion. Da ist ja, alles aus einem rausgekommen. Man hat sich unfassbar gefreut und viel durch den Kopf geht einem da gar nicht. Ja, eine sehr große Bedeutung. Wir sind als Aufsteiger natürlich in die Saison gegangen, um den Klassenerhalt zu erreichen. Ich glaube, das haben wir sensationell geschafft zum frühen Zeitpunkt. Damit hat keiner gerechnet, keiner hat uns so richtig auf dem Schirm gehabt. Und ja, wir haben der Liga gezeigt, dass wir hier sind und auch hier bleiben werden. Ja, ich glaube, man möchte sich stetig auch verbessern. Ich glaube, das Ziel ist auch klar, wieder erstmal so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke zu knacken und ja, alles andere wird sich dann ergeben. Puh, bestes Spiel ist immer schwer zu beurteilen als für sich selber. Ich glaube, Saarbrücken zu Hause mit 2 Toren, ja, ein sehr emotionaler Sieg gewesen. Ich glaube, das war so, was sich bei mir ein bisschen eingebrannt hat, ja. Mit Simon Rhein. Ganz angenehmer Genosse, das trifft sich gut. Ich glaube, ich würde auch auf die Süd gehen. Ich finde es einfach geil, wenn so eine Gruppe ja, alles für seinen Verein gibt, die Mannschaft supportet und ja, einen lauten Support einfach an den Tag legt. Ich habe mit meiner Freundin 2 Hunde, beziehungsweise Verlobten. Ja, wir gehen oft in die Stadt, gehen mit den Hunden spazieren und ja, das ist so eigentlich mein Privatleben, was ich dann ja, außerhalb des Trainings mache. Boah, nee, Lieblingsauto so gar nicht. Ich finde die Autos von Mercedes relativ schön. So, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten anspricht. Einfach geile Fans.